Hi. So, nun geht's weiter hier mit dem HomeHive-Tutorial. Und zwar sind wir jetzt heute am 18. Juli angekommen. Ich habe nach der Schwarmzeit hier mit diesem HomeHive nur noch die 14-tägigen Rhythmen gemacht, die hauptsächlich dazu dienen, dass wir die Drohnenbrut nicht verpennen. Und vor allen Dingen sind 14 Tage auch echt ein guter Schnitt, um das Bienenvolk einfach immer mal wieder reinzuschauen. Es kann ja mal sein, dass die Honigwaben völlig krumm werden. Es kann aber auch sein, dass irgendwas innen drin im Brutkern passiert. Krankheiten, Königin, Kapuddi, Buckelbrut, AFB im schlimmsten Fall, Drohnenbrut, die sonst schlüpfen würde. Und deswegen sind diese 14-tägigen Kontrollen halt doch schon wichtig, dass man die einhält, weil man eben im 14-Tages-Rhythmus auch wirklich nichts verpennen kann in dem Bienenvolk. Ganz davon abgesehen finde ich es ganz cool, die 14 Tage auch einzukalkulieren, was die Futtergeschichte angeht, weil wir rechnen ja mit bei einem schön großen Bienenvolk mit den 500 Gramm, wo sie täglich wegfressen. Das bedeutet ja, in 2 Tagen sind es schon mal 1 Kilo, bedeutet in 7 Tagen verschwinden da 3,5 Kilo mindestens, wenn sie nicht fliegen können oder wenn sie fliegen können, aber draußen nichts reinkommt. Das bedeutet, wenn ich heute mein Bienenvolk aufmache und wieder in 14 Tagen reinschaue, muss ich ja zumindest eins sicherstellen, und das ist eigentlich schon das Allerwichtigste. Sie brauchen für die nächsten 14 Tage definitiv genügend Nahrung. Das heißt, das sind dann zweimal die 3,5 Kilo. Das ergibt insgesamt 7 Kilo. Das sind dann so circa die 3, 4, 5 Rähmchen voll mit Honig. Und das muss immer drin sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel heute ein Bienenvolk aufmachen würde und wieder in 14 Tagen später reinschaue und ich habe dann tatsächlich so nur 2 Waben Honig drin, das langt den Bienen nicht. Dann muss man halt zum nächsten Bienenvolk gehen und dann Waben austauschen. Und wenn man halt gar keine Waben mehr hat, dann hilft in der Saison das Thema Zucker. Zuckerteig wird wie so eine Pizza ausgerollt und direkt über den Brutkern draufgelegt. Zuckerteig wird nicht eingelagert, das frisst die Bienen sozusagen 1:1 weg. Und deswegen kann man das als Fütterung in der Saison nehmen, wenn man zum Beispiel noch wartet auf eine Spättracht, eine Waldtracht oder was auch immer halt da vor Ort eben noch reinkommen kann bei euch. Zuckerwasser ist so ein Ding, ich empfehle es nicht während der Saison, das ist Quatsch. Zuckerteig kann ich eben nur empfehlen, wirklich in der Saison, und Zuckerwasser ist das dann, was wir nehmen für die Einfütterung, für die Überwinterung. Und bloß nicht mit Zuckerwasser irgendwann in der Saison anfangen. Im blödsten Fall löst euch das ganze Thema eine Mega-Räuberei aus. Und wenn man die Völker richtig wirtschaften tut, dann ist es auch nicht notwendig, die flüssig zu füttern. Da muss man einfach nur geschickt mit den Tieren umgehen können. Und dann kann man die, so wie ich, ganze Jahr über mit den Honigwaben versorgen, also mit dem echten Honig, ohne irgendeine Zwangs- und künstliche Fütterung. Und was kann man noch sagen? Ja, jetzt in der Sekunde haben wir hier noch zweimal ausgeschleuderte Waben obendrauf. Vielleicht sind auch noch ein paar Leerrähmchen dabei. Die sind, wie gesagt, nur da, weil das Bienenvolk eine Spülmaschine hier für mich ist. Das heißt, wenn die Rähmchen vom Honigraum rauskommen, dann sind die ja honigfeucht, verklebt. Das kann ich so nicht einlagern, weil der Honig gären würde und aber auch eine Räuberei auslösen könnte, weil es halt riecht. Und deswegen werden honigfeuchte Waben immer von Bienen ausgeschleckt. Und zwar nicht draußen. Ist nämlich auch mit der Tierseuchengesetzeslage nicht erlaubt, einfach Honigwaben rauszustellen. Aber ihr könnt jederzeit euer Material, so wie eben Waben, innerhalb eines Bienenvolkes wirklich gut ausschlecken lassen. Und das Ergebnis gucken wir uns jetzt erstmal an, bevor wir hier weitermachen. Das heißt, erstmal hier aufmachen. Und dann nutzen wir da mal die Plane runter. So, und die 2 Zettel erstmal wieder weg. So, eigentlich kann ich es auch doppelt nehmen. Mal Doppelblock. So. Und los geht's. Das sind jetzt zum Beispiel die Waben, die wir ausgeschnitten haben. Das war der Wabenhonig, den ich ja auch verkaufe. Und da das Rähmchen völlig verklebt ist nach meiner Bearbeitung, mache ich mir das Leben einfach, tue es wieder in der Kiste retour und lasse es einfach von meinen Bienen komplett ausschlecken. Und im Lager, mache ich dann irgendwann heute Abend, werden dann hier wieder alle Backenteile abgekratzt. Und dann wird das ganze Ding wieder ready gemacht für sozusagen die nächste Etappe. Wenn ich jetzt hier Waben habe, die
wo die Bienen hier, ihr seht ja, die Biene bevorzugt dann so ein paar dunkle Stellen, wo sie alles zusammenraffelt. Das heißt, die schlecken euch das, upsala, das heißt, die schlecken euch das schon sauber, ne? Nur kann es euch passieren, dass sie dann eben alles zentrieren auf ein paar Waben. Was sie hier in dem Fall jetzt getan haben mit der dunklen, ist in dem Fall auch nicht schlimm, weil ich habe hier im Schleuderraum gleich die nächsten Waben, wo dann da rein müssen. Und dann hänge ich die gerade wieder dazu. Ihr seht, alle anderen Waben, die ich jetzt abklopfe, sind restlos ausgeschleckt. Und die werden im Wabenlager auch nur noch gekratzt und gehen jetzt entweder nochmal in die Produktion rein, wenn die Viecher jetzt endlich mal irgendeinen Waldhonig entdecken, beziehungsweise wenn es mit den Läusen losgeht, wo ich jetzt schon seit Tagen drauf warte hier in Karlsruhe, dass da mal sich irgendwas tut. Will aber gerade die Natur nicht so ganz. Aber in allen Fällen kommt nochmal eine Spättracht hier rein, wo sich aus den ganzen Neophyten mitunter zusammensetzt. Zum Beispiel die indische Balsamine, der Japanknöterich oder auch die kanadische Goldrute. Die kanadische Goldrute übrigens hat gar nicht so tolle Nektarwerte. Die bringt es trotzdem, also die reißt es trotzdem raus, weil die schiere Masse der Goldruten, auch wenn jede Blüte an sich nicht so einen hohen Nektargehalt hat, aber die schiere Masse an Blüten von der Goldrute, die macht sozusagen dann die Honigräume, wenn es gut geht, auch wieder voller. Eine Massentracht habe ich davon noch nie erlebt, also sprich ein Sortenhonig Goldrute. Das, vielleicht hat es einer von euch mal erlebt, ich weiß es nicht. Wenn ihr mal einen Goldrutenhonig habt, hattet, schreibt es mir in die Kommentare. Aber im Regelfall ist es eine Leppertracht, die halt ein bisschen was reinschleppt und die Bienen zumindest vom Räubern abhält. Die indische Balsamine ist eine Pflanze, die gibt eine Massentracht in manchen Regionen Deutschlands. Da braucht ihr nicht mehr mit Zuckerwasser also einfüttern, wenn man genügend Balsamine in der Ecke stehen hat. Klappt auch nicht immer, aber oft. Im Dobel zum Beispiel kenne ich ganze Ecken, wo man mit Zuckerwasser also eigentlich gar nicht mehr rumfüttern muss, weil das die letzte Blume ist, die blüht und die kann nochmal richtig voll werden. Man kann natürlich auch die Tracht von der letzten Endes auch wieder schleudern, wenn man so möchte. Meine Meinung ist da halt aber auch strikt. Ich finde es eine Sauerei, den Bienen Zuckerwasser für den Winter zu geben. Das mache ich auch, aber halb halb. Hey, alles Fairtrade. Die Bienen müssen irgendwie was für mich tun, sonst kann ich ja mich finanziell auch gar nicht mehr um meine Bienenvölker so kümmern. Das heißt, irgendein Verdienst muss bei mir übrig bleiben, wenn ich mit den Tieren arbeite. Aber ich möchte da keine Biene ausbeuten. Deswegen ist bei mir mit der regenerativen Bienenhaltung im Winter mindestens die Hälfte der eigene Honig von den Bienen und der Rest wird mit einem hochwertigen Zuckersirup aufgefüttert. In dem Fall nehme ich Apiin Wert, auch wenn ich nicht der Fan bin von der Firma Südzucker, muss aber ganz klar sagen, also ich persönlich kenne eben kein besseres Zuckerwasser wie Apiin Wert von der Firma Südzucker. So, ihr seht, da sind wir jetzt schon durch. Damit die Viecher jetzt auch keine Räuberei machen, weil hier fängt es nämlich schon leicht an, dass hier Suchbienen in der Luft sind. Und deswegen machen wir jetzt hier beim Kistenabsetzen den Raum dicht. Erkläre ich gleich weiter. Jetzt bringen wir erstmal hier wieder die nächste Räuberquelle in meine Kratzwerkstatt rein. Hier ist ein kühler Lagerraum, wo ich alle Rädchen dann heute Abend durchkratzen kann. So, und dazu. Schaut mal hier ein kleiner Trick. Wenn ihr dann Gitter einbaut, müsst ihr einfach nur oben ein Loch bohren. Dann kommen alle Bienen, die hier drin sich verirren, wegen dem Licht zu dem Gitter. Und früher oder später gehen sie dann hier raus, während Bienen von draußen es echt schwierig haben, hier durchs Loch durchzukommen. Nur die Wespen gehen durch. Und wenn die Wespen durchgehen, ist mir sogar recht. Weil Wespen sind ja Jagdtiere und die halten mir andere Viecher von den Waben fern. Zum Beispiel mal doch eine Wachsmotte, die herumkriecht, wird halt auch gern mal von den Wespen dann erlegt. Und jetzt setzen wir erstmal den Honigraum hier runter. Weil der schwer ist, nehme ich den definitiv nicht doppelt. Puh, oh ja, oh, ach du Schande.
Ja, ich kann auch hier nochmal sagen, ich bin kein Fan von Styroporkisten. Aber die Holzkisten sind, sorry wenn ich so sage, einfach Bockmist. Ich mag die nicht. Und für mich in dem Beruf, was ich hier mache, kommt für mich echt nur, also diese Segeberger Kisten in Frage. Ansonsten bräuchte ich einfach Kransysteme für die Völkermasse. So. Jede Wachsbrücke wird aufgehoben und landet nachher hier im Eimer. Heute lassen wir den Eimer zu wegen der Räuberei. Und ihr habt vielleicht das beobachtet, die letzten Male habe ich immer mit einem Stern gearbeitet. Das heißt, ich habe die Kisten im Sternverfahren auf den Deckel gesetzt. Was dazu führt, dass die Bienen unten Lichteinfall bekommen und dann keinen Bock haben, in der Kiste rumzurennen, weil sie ins Dunkle wollen. Das heißt, sie bleiben auf ihren Waben. Nachteil bei der Methode, wir haben überall Öffnungen, wo fremde Räuberbienen reingehen können und dann eben diese stille oder ausgebrochene Räuberei dann fördern können. Und man muss halt schon ein bisschen gucken auf die Pflanzenwelt. Das Insektensterben kommt vom Nahrungsmangel in vielen Bereichen, das ist eigentlich so der Hauptpunkt. Und immer wenn draußen die Blütenarmut anfängt, dann sollte man im geschlossenen Verfahren arbeiten. Vorteil dabei, keine Biene kann rein. Nur dumm ist halt, dass die Bienen dann unten alles dunkel haben und nachher da vielleicht so eine Hängetraube machen, wo man einfach nur als Imker wissen muss, okay, wenn die Bienen da dunkel haben, haben sie eine Hängetraube. Das heißt, nicht einfach blind aufsetzen, sonst sind alle Bienen matsch. Und es bedarf tatsächlich etwas Fingerspitzengefühl, so eine Bienentraube auch wieder irgendwie reinzukriegen. Aber das zeige ich euch heute. So, jetzt sind wir beim Gitter. Da haben sie ganz geringfügig hier ein bisschen angepappt. Und das ist auch soweit okay, das darf ja die Biene. Wenn es halt völlig übertrieben wird, manche Völker übertreiben, dass wir hier mit dem Gitter zupappen, dann würde ich da jeweils einen Minuspunkt beim Bautrieb machen. Und wenn sich diese Minuspunkte häufen, dann bin ich wieder sozusagen als Königin, Lenker in der Position zu sagen, gut, ich schließe diese Genetik von meiner Bienenpopulation aus. Wenn ich es nicht tue, habe ich halt irgendwann eine völlig verkorkste Bienenmasse hier, die mir dann alles zuklebt und das ist definitiv bei mir nicht gewünscht, weil dieses Klebeverhalten von Bienen führt nachher auch zu Aggressionsverhalten. Warum? Weil durch Brücken und Rumkratzaktionen die Viecher mehr Chancen haben, eingeklemmt zu werden. Jedes Mal, wenn ihr eine Biene einklemmt, was macht sie denn? Sie fährt ihr Stachelapparat raus, da kommt eine kleine Gift. Kommt so ein kleiner Gifttropfen raus und der hat die ganzen Alarmpheromone dran. Und wenn man eben das ausreizt mit so einem Bienenvolk und die immer wieder diese Alarmpheromone um sich rum haben, die Tiere sind ja auch nicht blöd, die merken sich das dann irgendwann und dann gehen sie halt auf euch los. Wir haben ja das letzte Mal gesagt, dass hier schon Varroa-Probleme sichtbar waren. Da meinte ich ja noch vor 14 Tagen, die Bienen können das kompensieren. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr hobbymäßig Bienen haltet, nicht wirklich gucken und sagen, ja, ist belastet oder nicht. Da braucht man sehr, sehr viele Jahre, um den Blick zu entwickeln und kann sich auch dann noch wirklich verschätzen. Und deswegen würde ich jedem Hobby-Imker empfehlen, hey, geht wirklich rein wissenschaftlich vor und zwar anhand der Windeldiagnose. Da könnt ihr zum Beispiel bei meinem Homer-System eine Windel reinschieben und im Juli sind es über 10 Milben, die dann schon wirklich sehr gefährlich sind für ein Bienenvolk, muss man sofort behandeln. Und da gibt es halt für jeden Monat so eine gewisse Milbentabelle, wie welche Milben runterfallen dürfen, was im Rahmen ist. Und wenn es eben die Skala sprengt, dann muss man halt sofort was tun. So, jetzt komme halt ich mit meiner Berufsimkerei und meinen ganzen Jahren Erfahrung dazu. Mit der ausgebildeten Imkerschule war ich tatsächlich 3 Jahre ja in Celle angestellt als Azubi und habe danach die Abschlussprüfung durchgemacht. Da ist dann die Anatomie, die Biologie, Verhaltensweise, ist alles dabei von der Biene, eben auch die Krankheitsbehandlung. Und ich habe natürlich dann, eigene Konzepte entwickelt, die mehr angepasst sind an die Natur, wie das, was ich gelernt habe. Und da ich das letzte Mal, wie gesagt habe, dass wir hier schon Probleme sichtbar gesehen haben, machen wir heute die erste Maßnahme gegen die Varroamilben. Und zwar ganz ohne irgendwelche Mittelchen, sondern nur mit Köpfchen. Und mit der Bienenbiologie. Hier mache ich jetzt einen kleinen Cut in meiner Vorgehensweise und sage euch, das, was ich jetzt hier zeige, ist ein
nicht ein Experiment, es ist eine Anpassung an meine Betriebsweise, regenerative Bienenhaltung. Ich habe viele Jahre schon mal gebraucht, um überhaupt das System so zu etablieren, wie es jetzt dran steht. Und jetzt bin ich tatsächlich noch ein bisschen am Rumgucken, welche Bannwabenabstände hier für dieses System und für die Bienenmasse einfach am besten funktionabel ist. Das heißt, ich würde euch jetzt bitten, das, was ich hier jetzt heute zeige mit dem Varroa-Bekämpfungskonzept, nicht eins zu eins übernehmen, noch nicht. Sondern wenn ihr das wirklich übernehmen wollt, dann geht ihr bitte auf meine Webseite bivital.com und downloadet euch meine Betriebsweise, die regenerative Bienenhaltung, unter dem Punkt Info. Und dann drückt ihr auf regenerative Bienenhaltung, dann das PDF downloaden. Und wenn ihr da runterblättert zum Thema Varroa-Konzept, dann könnt ihr die Anleitung wirklich eins zu eins übernehmen. Die ist zu 100% funktionabel, habe ich jetzt schon viele Jahre durchgemacht. Und das, was ich jetzt heute mache, ist lediglich, wie gesagt, eine mögliche Optimierung. Und ich fand es jetzt ganz spannend, das trotzdem hier bei YouTube mal vorzustellen, weil ich weiß, das sind ja viele Leute, die mir auch tolle Kommentare reingeschrieben haben. Danke dafür, dass ihr das auch alles spannend und toll findet, was ich da mache. Aber wie gesagt, das, was ich jetzt zeige, ist, wie gesagt, noch nicht bugsicher. Das ist jetzt einfach nur mal eine mögliche Optimierung, wie gesagt. Wenn ihr es nachmachen wollt, geht ihr auf die regenerative Bienenhaltung. Da ist ein Konzept, wo wasserdicht ist. Könnt ihr schon so benutzen, wie es ist. So, ich habe hier meinen einzigsten Prototyp. Das hat mich schon mehrere hundert Euro gekostet. Ist aber Gott sei Dank Edelstahl. Und jetzt setzen wir hier das Gitter in den vorgesetzten Schlitz ein. Später möchte ich natürlich diese Gitter auf Masse produzieren für die Homehive-Kunden. Also die Menschen, wo die Homehives bei mir bestellen. Da gehört dann so ein Gitter noch mit dazu. Und die Vorteile, die gehen wir jetzt auch nochmal durch. Ne? Vielleicht jetzt noch bei euch ein großes Fragezeichen, was ich hier mache. Also als allererstes nehme ich jetzt Waben, die die höchste Chance für mich geben, dass die Varroa da reingeht. Das sind zum Beispiel Drohnenwaben. Da könnte man nämlich jetzt sagen, wir zwingen die Königin auf so einer Wabe Eier zu legen. Und da ich jetzt hier das Brutnest etwas durcheinander bringen, muss ich jetzt hier das Volk auch anders da aufbauen. Weil was ich jetzt hier mache, ist, ich separiere die Königin auf zwei Bannwaben. Das heißt, wir brauchen die Königin und wirklich ekelhafte alte Rotzwaben, die wir auch nachher rausschneiden können. Normalerweise sind die Völker immer mittig in ihrer Biologie, weil das Flugloch mittig ist, ist auch hier der Brutkern. Dann kommen Pollen und Drohnenwaben links, rechts. Jetzt wird die Königin hier reingebannt auf zwei Waben. Deswegen muss ich jetzt hier tatsächlich die Bienenbiologie anpassen. Warum? Weil Brut kommt zu Brut, Pollen zu Pollen, Honig zu Honig. Und die Bienenbiologie kann man durcheinander bringen, wenn man weiß, wie es geht. Und trotzdem gilt immer der Satz, du kannst die Waben verschieben, aber nicht die Biologie brechen. Das heißt, du kannst nicht da einfach eine Honigwabe oder eine Pollenwabe zwischen reinstecken. Brut bleibt Brut, Pollen bleibt zu Pollen und der Rest, also hier Honig zu Honig. So ist der Vorgang. Hier ist die Königin. Die halte ich jetzt mal kurz. Ich weiß selber nicht genau, ob ich die Wabe jetzt nehme. Jetzt gucken wir erstmal. Hier haben wir noch ein relativ altes Brett, aber hebe ich mir mal lieber auf. Da ist noch eine fette Brutwabe drauf. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir nochmal so ein fettes Brutbrett. Ist auch wichtig, die heben wir uns noch auf. Hier nochmal ein fettes Brutnest. Würde ich auch erstmal sagen, ist relativ viel wert. Was haben wir denn hier? Die Pollenwabe war das. Jetzt gucken wir mal hier durch, was ist denn hier los? Geil, ne? Hier haben wir eine Drohnenwabe. Und die sollen ja so rausfliegen. Hier wieder an der Biologie, auch hier wieder nicht rumdoktorieren, weil das ist auch eine Konstante, die darf man nicht brechen. Die kleinsten Waben, die landen bitte nicht mittig, sondern, also sprich, die Wabe hier war gerade kleiner wie die, ungefähr die Hälfte. Da gibt es halt nur einen richtigen Platz und das ist hier an der Außenkante. Alles andere würde die Bienenbiologie brechen und damit macht man definitiv nichts gut. Die Wabe war vorhin hier und die darf man eigentlich auch nicht ran mit der Verschiebung. Das ist, wo ich gerade meinte, mit Brut bleibt immer Brut.
Nach der Brut kommt der Pollen, das ist ja hier die Wabe. Und dann schauen wir, was war denn das dann hier? Jetzt kommt noch mal eine Pollenwabe, die ist jetzt noch kleiner wie die andere Pollenwabe, deswegen kommt sie außen hin. Dann haben wir hier noch mal eine Brutwabe, Brut zu Brut. Die lassen wir auch auf der Position, wie sie war. Dann kommt die Brutwabe, die ich gerade hier in der Hand habe, mit der Königin. Und was ist das da hier? Das ist eine angefangene Wabe mit auch Pollen drauf und das geht jetzt in der Abstaffelung hier hin. Und damit haben wir es jetzt eigentlich schon beinahe. So, nochmal hier der Trick mit der Königin. Die Königin, nicht einfach greifen. Wir nehmen unsere drei Finger, wie so eine Art Käfig, wir können auch vier nehmen. Und dann wird die nur eingekesselt. Und seht ihr? Zack, die läuft von ganz alleine auf die Hand. Ich hatte gar keine Wahl, wohin wollte sie sonst? So, jetzt soll die Königin hier aufs Bannwaben verfahren. Ich mache jetzt erst das Volk zu und dann erkläre ich das nochmal in der Rücksicht. Was ich jetzt eigentlich genau gemacht habe, wo ich das mache. So, gucken wir erstmal, dass die Viecher da wegkommen. Und hier auch wieder dieser schöne Trick, seht ihr? Ihr braucht gar nicht da mit dem Smoker richtig durchziehen, sondern die kleinsten Puffwolken sind perfekt gemacht, um die Bienen zu lenken und nur eine große Stichwolke, also eine große Wolke bilden, wenn die Viecher euch halt angreifen. Dann muss man die irgendwie im Zaum halten mit einem großen Stoß. Aber wenn die Tiere euch nicht angreifen, dann tut doch euren Bienen einen Gefallen und gebt denen nur ganz kleine Rauchstöße, weil der Rauch löst ja bekanntlich definitiv Panik in einem Bienenvolk aus. Gut. Bevor ich jetzt einen Honigraum drauf mache, erkläre ich das nochmal kurz. Also, wir hatten hier offensichtlich vor 14 Tagen die ersten Anzeichen, dass die Bienen sich mit Varroa viel zu viel anreichern. Jetzt kann man als Hobbyimker, wie ich vorhin meinte, mit einer Windeldiagnose alles überprüfen. Ich verlasse mich da auf meine Sinne und auf meine Erfahrungen und sage einfach so, das war jetzt der richtige Zeitpunkt, die Varroa-Bekämpfung schon mal einzuleiten. Wie das Konzept wirklich funktioniert mit dem Bannwabenverfahren, habe ich in einer geprüften, wasserdichten Betriebsweise bei mir auf der Webseite bereits veröffentlicht. Das, was ich heute gezeigt habe, ist sozusagen jetzt nur eine Optimierung. Das heißt, ich komme jetzt hier nach 21 Tagen wieder und gucke mir dann nach 21 Tagen mal diese Waben hier mal ganz genau an. Warum komme ich nach 21 Tagen? Weil dann hier jede einzelne Brutzelle geschlüpft ist, ne? Weil von Ei bis zum Schlupf vergehen ja bei der Biene 21 Tage. Wenn jetzt die Bienen rauskommen, dann kommen die Varroamilben, die sich zu 80% in der Brut befinden, mit raus. Sie sind freiliegend in einem Bienenvolk. Und was macht die Varroa, wenn sie wieder rausschlüpft? Sie möchte sich vermehren, ne? Weil dann kommt ja die Muttermilbe raus und zwei, drei, vier Töchter, die alle begattet schon sind. Und die gehen in die nächste offene Brut rein. So was habe ich jetzt hier getan. Ich habe hier zwei Oberträger reingesetzt mit den Drohnenrahmen. Wo ja bekanntlich, also die Drohnenbrut wird mehr gepflegt von den Ammenbienen. Was die rechnerische Wahrscheinlichkeit massiv erhöht, dass sich dann, sofern eben Drohnenbrut da ist, die Varroa sich durch die Mathematik, durch die Berechnung einfach mehr in der Drohnenbrut reinzieht, wie auf Bienenwaben. Jetzt in dem Fall würde die Königin mir ja nicht nochmal hier Drohneneier legen, hat man ganz klar gesehen, ne? Die hat keinen Bock mehr auf die Waben hier. Aber jetzt zwinge ich die Königin. Sie muss. Die Königin hat ja gar keine Chance. Sie muss irgendwo ihre Eier abdrücken und ich habe ihr jetzt halt nur zweimal Drohnenwaben gegeben. Ich kenne es von letzten Jahren, es kann sein, dass sie gar keine Eier legt, aber im allerbesten Fall haben wir hier in 14 Tagen alles voll mit Larven und schon zugemachten Zellen, wo schon mal einen sehr großen Varroa-Druck drin haben. Wie es dann weitergeht, erzähle ich euch in 14 Tagen. Und jetzt gucken wir nochmal den Honigraum an, weil wahrscheinlich schleudere ich morgen, übermorgen hier dann den Honig durch. Und die Honigschleuderung, wie ich es ja auch schon meinte, bitte nicht an den Kontrollterminen setzen. Das wäre einfach ja nicht wirklich klug. Hier überprüft man nochmal, ob mein Gitter auch wirklich sitzt und da die Königin auch tatsächlich nicht durchkommt. Sieht eigentlich gut aus, da sollte die Königin nirgends durchkommen können.
hoffe, ich habe das jetzt alles richtig erklärt. Also mein Nachbar hat mich da ein bisschen abgelenkt mit seinem Gehämmer und Geklopfe. Aber ja, wenn ihr Fragen habt, ihr wisst ja, könnt ihr das in die Kommentare reinschreiben. So, jetzt nehmen wir den ersten Honigraum. Gucken wir mal kurz rein. Ich überspringe die Kontrolle meiner Honigräume eigentlich immer dann, wenn ich so weiß, dass mein Job hier schon getan ist. Soll heißen, wenn ich bereits hier alle Waben korrigiert habe und es nur noch sozusagen wirklich der Produktionsraum ist, wo die Tiere mir ihren Honig reinstopfen, beziehungsweise Nektar reinstopfen, um zum Honig zu verarbeiten. Also wenn das getan ist und da keine Waben zum Korrigieren mehr sind und sofern ich auch in meiner Gewichtseinschätzung die Kiste hochheben kann und sagen kann, hey, das langt auf jeden Fall für die nächsten 14 Tage plus noch ein paar Tage drauf, dann kann ich ja wirklich sagen, ist Schwachsinn, da oben durchzugucken. Es sei denn, wir wollen genau wissen, ob wir vielleicht dann eine Honigernte morgen machen können. Und jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, laut regenerativer Bienenhaltungsparameter, die Honigernte jetzt zu machen, weil wir haben hier Lindenhonig drin und Sommerblütenhonig. Und der ist ja schon vor ein paar Wochen reingekommen. Und diesen Honig ernte ich nur dann, wenn der nächste Nektarflow kommt. Den Hammer genau jetzt, weil jetzt in der Sekunde haben wir die Goldrute offen und die anderen Neophyten fangen auch bald so richtig an. Das heißt, solange sie hier noch im Nektarflow sind, kann sozusagen der Honig von dem vorherigen Nektarflow dann rausgenommen werden. Und ich habe da tatsächlich in einem Kommentar gehört, dass, und da hat er recht, dass auch Honig, der nicht verdeckelt ist, bereits reif sein kann. Das ist korrekt. Und deswegen macht man da so eine kleine Probe. Also man könnte zum Beispiel jetzt mal hier hingehen im Finger. Ja, auch hier gilt wieder, Hobbyimkerei, nehmt euch bitte ein Refraktometer, das ist halt die Wissenschaft. Wenn man jetzt ein Refraktometer, keine Ahnung, mal ein paar Jahre in der Hand hatte und weiß, wie Honig fließt mit einem guten Wassergehalt, das ist halt das, wo ich meine, ich verlasse mich da auf meine Sinne. Das ist zum Beispiel ein hervorragender Honig, der fließt ganz langsam. Jetzt habe ich mal eine verdeckelte Zelle aufgemacht. Jetzt guckt man sich mal diese unverdeckelten Zellen an. So, seht ihr? Der Honig in den unverdeckelten Zellen hat sogar einen geringeren Wassergehalt, wie das, was ich gerade eben mit der verdeckelten aufgemacht habe. Also hier kann man halt schon jetzt sagen, naja, Honigernte morgen. Freue ich mich schon drauf. Mache ich für euch auch wieder aufs Band. Jetzt gucken wir mal aus Neugier nochmal den Wabenhonig an. Boah, hohoho. Also von der Seite sieht der Wabenhonig ja schon mal fantastisch aus, von hier. Naja, also wenn ich das abernte, da kriege ich halt nur hier ein bisschen Wabenhonig raus und der Rest würde im Tropfhonig landen. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Aber wenn ich hier warte, habe ich einfach noch ein bisschen mehr Wabenhonig. Deswegen warten wir hier noch. Jetzt gucken wir uns hier noch mal kurz die Waben an. Auch hier, ich sag ja, ne, es ist reine Interesse. Ein wirklichen Bedarf, das hier anzuschauen, ist nicht da. Ah, das ist schwer. Also hier, das sind auch Waben, die man absolut jetzt sofort abschleudern könnte. Mit der Wabe wäre ich jetzt vorsichtig. Wenn der Honig zu glitzerig ist, da kann man nämlich das dann auch sehen, dass, also wenn das so glitzert, ist der Wassergehalt definitiv zu hoch noch. Hier haben wir eine Naturwabe, die lohnt sich jetzt schon mehr, aber auch hier könnte man sagen, ja, wenn man die noch ein bisschen drin lässt, dann wird sie eben komplett verdeckelt noch. Zweiter Honigraum. Das war der, wo noch schwer ist. So, Achtung, da war jetzt ein Hohlraum drunter. Heißt, unter Umständen haben wir da ein Bienenbad hängen. Gucken wir uns mal an. Ist es? Ja, hier, guck mal, schau mal. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn die Bienen Hohlraum haben und keinen Lichtanfall, machen sie Bienenbärte. Ganz toller Trick. Ihr braucht da gar nichts im Besen machen. Guck mal, die Biene ganz kurz antippen. Und zwar nie zweimal auf dieselben Bienen.
weil die stecken euch einen Arsch entgegen und da hängt der Stachel dran. Und ihr würdet euch einen Stachel selber reinfahren, wenn ihr da zweimal auf dieselbe Biene tappt. Guck mal, wie schnell das geht. Ganz leicht eure Bienen berühren, weg sind sie, Klappe zu. Keine Biene kam in Gefahr. Was ist mit der? Die wollte mir gerade einen Ellbogen rein. Schon, jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz hier den oberen Honigraum an, um auch hier nochmal zu verifizieren, dass wir wirklich auch nachher Honig rausnehmen können. Und geil. Ja, also die sind sogar hier schon definitiv dabei, das alles zu verschließen. Machen wir auch hier nochmal diese kleine Probe, ob der Honig wirklich reif ist. Also einen trockeneren Honig glaube ich nicht, dass die das noch machen. Das wird nichts. Das ist schon wirklich richtig, richtig gut. So wie das jetzt fließt, haben wir hier einen Wassergehalt von unter 16%. Also ein wirklich geiles Qualitätsprodukt. Ich werde es mal gucken in den Kalender. Ich glaube, ich habe morgen ganz viel Kunden drin. Vielleicht wird es morgen doch schwierig, hier die Honigernte zu machen. Aber es wäre jetzt echt eine geile Idee, den Honig zu ernten, bevor hier der nächste Regenschauer kommt oder das nächste Unwetter. Weil auch das ist klar, je trockener die Außenwelt sozusagen für die Bienen, desto trockener ist dann nachher auch euer Honig. Wenn ihr halt eine Woche Regen habt und dann es abschleudert, es geht, aber ihr habt dann halt nicht so ein tolles Ergebnis. Jetzt nehme ich euch mal kurz mit in meinen Bienenstock. Und zwar in den Schleuderraum. Da, hi. Da stehen ja nämlich noch hier zwei Zargen, die ich ausschlecken lassen möchte. Hier ist sogar ein Hohlraum drin. Da fliegen jetzt gleich die drei Waben von da drüben rein. Jetzt nehmen wir uns den mal mit. Könnt ihr gerade hier die Tür zumachen? Das sind die Waben, wie gesagt, die ich ausschlecken lassen möchte. Und truff, ich mache die immer schräg, um die Bienen dann ein bisschen zu ärgern. Weil ich möchte, dass sie mir die schnell wegschlecken. Und jetzt noch ein Trick. Da passen ja 11 Stück immer rein. Ich mache dann beim Ausschlecken immer nur 10 und erweitere die Abstände. Das können die Viecher nämlich nicht leiden. Und dann ist die Chance viel höher, dass sie euch tatsächlich alle Honigwaben komplett leer machen. Dieses Bienenvolk wird jetzt in genau 21 Tagen aufgemacht. Und dann werden die zwei Bannwaben mit der Drohnenbrut rausgeschnitten. Das zeige ich euch alles genau in 21 Tagen. Ich bin selber gespannt. Und wie gesagt, ich kann es nur noch mal sagen. Also bitte jetzt nicht kritisieren, dass ich da jetzt euch da irgendwas erzähle. Das muss man so und so machen. Nein, ich habe es jetzt mehrmals gesagt. Das war jetzt nur sozusagen noch mal. Ich versuche meine Betriebsweise zu optimieren. Das kann jetzt besser gehen, kann aber auch schlimmer werden. Deswegen nicht nachmachen, was ich jetzt hier gezeigt habe. Wer es nachmachen will, bitte direkt auf meine wasserdichte Betriebsweise reingehen. Die funktioniert definitiv. Und da haben wir halt tatsächlich ein bisschen ein anderes Konzept mit der Brutentnahme da reingeschrieben. Also ich habe das reingeschrieben. So im Juli, was haben wir da gemacht? Wir haben die Behandlung. Da mache ich jetzt so einen Strich runter. Ihr seht, kein AS für Ameisensäure, kein MS für Milchsäure. Auch keine Oxalsäure, das Bienenvolk hier. Hat das ganze Jahr über nur die Drohnenbrotschnitte gehabt und ich habe ja auch noch 1, 2, 3 mal richtig fette Drohnen schlüpfen lassen, was natürlich die Varroa-Belastung innerhalb vom Bienenvolk halt schon deutlich nach oben drückt. Verhalten war hier super. Gesundheit war auch gut, Entwicklung war super. Der Bautrieb war ein Minus, jetzt dankt man es nämlich, weil die Viecher haben da hinten, also hier im Brutraum, haben die ja überhaupt nichts mehr weitergebaut. Sie hätten können, aber die waren halt faul. Andere Völker haben jetzt mal durch die Goldrute nochmal ein paar Waben ausgebaut. Honig, definitiv ein Plus. Und Propolis nach wie vor ein Minus, weil für einen Pluspunkt bei Propolis müssen meine Bienen mir schon einen richtig fetten Knödel Propolis geben. Und ein Pluspunkt wäre zum Beispiel, wenn so ein Bienenvolk euch mal mindestens halt so einen Bollen Propolis gibt. Ne? Also das ist dann ein fetter Pluspunkt. Und wenn es halt, sag ich mal, nur so eine kleine Kugel ist, dann ist das halt weder Plus noch Minus, ist ja zumindest ein bisschen was. Aber bei dem Volk hat es überhaupt kein Propolis gegeben, also Minus. Heißt übrigens nicht, dass das Bienenvolk kein Propolis macht. Das heißt nur, dass es nicht für uns Imker verfügbar ist.
Weil Propolis ist ja auf jeder Wabe und überall im Bienenvolk vorhanden. Das sind ja diese Propolis-Schichten, wo die Bienen für ihre Gesundheit brauchen, das Gesundheitssystem. Aber wenn das halt nur eine dünne Schicht ist, kriegen wir es nicht abgekratzt. Ich freue mich, euch meine Technik hier in 3 Wochen dann vorstellen zu können mit den Bannwaben. Und ich freue mich auch hier, euch zeigen zu können, wie dann der Honig hier wieder geerntet wird, zum 2. Mal in diesem Jahr. Bis zum nächsten Video. Ciao.